es ist eine gute Wahl. Wir haben mit Reinhard Marx eine starke Stimme der katholischen Kirche in Deutschland. Das war vorher ja schon klar. Und ich bin wirklich froh über die Wahl. Jetzt, was sind denn die wichtigsten Herausforderungen, die jetzt auf die Kirche unter diesem neuen Vorsitzenden zukommen in Deutschland? Also die wichtigsten Herausforderungen sind ja die, in denen wir ohnehin stehen. Ich glaube, das Entscheidende ist die Haltung, mit der auch der Vorsitzende die Konferenz prägt. Es braucht Mut. Das ist wichtig und die hat Reinhard Marx. Und es braucht Kollegialität. Wir brauchen Vergewisserung in den verschiedenen Themen. Aber das Wichtige ist wirklich zu sagen, wir nehmen die Wirklichkeit an, so wie er es im Gottesdienst heute Morgen vor der Wahl ja auch nochmal gesagt hat. Wir können nicht sagen, es ist schade, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie wir sie gerne hätten, sondern ich kann nur dann gestalten, mich einbringen, wenn ich sage, wir stehen in dieser Welt und Zeit und gehen mit Sensibilität und Mut zugleich voran. Wie wichtig sind seine Kontakte nach Rom? Die spielen natürlich auch eine Rolle. Insofern glaube ich, ist die Verbindung also Ortskirchen in Deutschland und Rom ja auch noch mal dadurch verstärkt. Er hat verantwortliche Aufgaben dort. Ich glaube schon, dass auch bestimmte Anliegen unsererseits oder Einschätzungen dann auch noch mal auf diese Weise nach Rom transportiert werden.